Hast auch du das Gefühl, dass dein Bauch trotz aller deiner Bemühungen nicht flacher wird, sich das Bauchfett hartnäckig hält, obwohl du schon gesund isst, regelmäßig trainierst und versuchst auch einfach gut zu schlafen, dann könnte das an deinem Stresslevel liegen. Wie Stress, vor allem Bauchfett und den sogenannten Stressbauch beeinflussen kann, ob du davon betroffen bist und vor allem was du konkret tun kannst, um dem Stressbauch ein Schnippchen zu schlagen und ihn ein für alle Mal loszuwerden, das verrate ich dir in diesem heutigen Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video und willkommen auf meinem Kanal. Wenn du neu bist, dann freue ich mich, dass du da bist. Schau dich gerne um und abonniere auch gerne den Kanal, wenn du meine Mission unterstützen möchtest, die Welt ein Stückchen gesünder zu machen, die Menschen zurückzubringen in den Fettstoffwechsel, zurück in den Urzustand, den Zustand der Ketose, zurück zu unserer Natur und damit die gängigen Volkskrankheiten ein Schnippchen zu schlagen und präventiv etwas für die Gesundheit und die Langlebigkeit zu tun. Folge mir also, um diese Mission zu unterstützen. Und je mehr Leute das sehen, desto besser ist es für die allgemeine Botschaft. Stress ist schlecht, das weiß jeder und Stress ist tatsächlich auch etwas, was wir ganz, ganz oft unterschätzen, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Wenn wir unter Stress stehen, dann setzt der Körper einige biochemische Prozesse in Gang, die vor allem auch die Abnahme behindern können. Allen voran der Übeltäter in Anführungsstrichen Cortisol. Denn Cortisol sorgt dafür, dass ein bisschen was im Körper passiert, was eher kontraproduktiv für eine Gewichtsabnahme ist. Ganz wichtig vorneweg. Cortisol ist generell nicht schlecht und Stress ist überlebensnotwendig. Ohne Stress würden wir sterben. Stress kommt aus der Evolution immer noch daher, dass wir eben die Möglichkeit haben zu fliehen oder zu kämpfen. Und Stress und auch Cortisol ist tatsächlich das, was uns morgens aufstehen lässt, was uns morgens auf die Beine kommen lässt. Von daher ist Stress überlebensnotwendig. Das Problem in der heutigen Gesellschaft ist jedoch der chronische und akute Stress. Doch was passiert jetzt im Körper, wenn wir Stress haben? Zunächst einmal wird die Hypophyse-Hypothalamus-Achse aktiviert, die sogenannte HPA-Achse. Hast du vielleicht schon mal hier und da gehört? Es ist tatsächlich so, dass der Hypothalamus, der Hypophyse, signalisiert, hey, es ist was los, und die Hypophyse regt dann wiederum die Nebenniere dazu an, das Stresshormon Cortisol zu produzieren. Ganz natürlicherweise steigt der Cortisolspiegel an. Es kommt zu einer Cortisolausschüttung und das habe ich ja eben schon gesagt, ist überlebensnotwendig, denn es animiert uns zum Kämpfen oder zum Flüchten. Das Problem ist aber der chronische Stress, denn langfristig und wenn wir permanent Cortisol ausschütten, leidet die Fettverbrennung und der Stoffwechsel darunter. Das sympathische Nervensystem, der Sympathikus, wird in Stresssituationen aktiviert. Der Gegenspieler wäre der Parasympathikus, also das Entspannungssystem. Und der Sympathikus kommt in Alarmbereitschaft. Es wird Adrenalin ausgeschüttet, Noradrenalin, die ganzen Stresshormone. Und wir sind bereit, um zu kämpfen oder zu flüchten. Und diese Alarmbereitschaft setzt den Körper natürlich massiv unter Strom. Cortisol sorgt ferner dafür, dass der Blutzuckerspiegel ansteigt, also dass Glukose in das Blut gepumpt wird, damit wir die Energie haben. Also die Glukose aus den Zellen wird entnommen und ins Blut entlassen, damit wir die Energie sofort verfügbar haben aus der Glukose, um zu kämpfen oder zu flüchten. Und das ist eben auch das Nummer eins Problem, wenn wir über das Thema Fettverbrennung und Stress sprechen. Denn ein permanent erhöhter Blutzuckerspiegel erhöht auch die Insulinausschüttung. Denn jedes Mal, wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, wird auch Insulin ausgeschüttet. Und das wiederum kann die Fettverbrennung negativ beeinträchtigen und auch eine Fetteinlagerung begünstigen. Das heißt, im Stressmodus sind wir einfach erhöhten Blutzuckerspiegel, erhöhten Insulinspiegel. Und das wiederum kann eben auch für vermehrte Fetteinlagerungen sorgen, beziehungsweise die Fettverbrennung hemmen. Denn Insulin ist das einlagernde Hormon. Insulin ist auch lebensnotwendig, brauchen wir, damit die Nährstoffe in die Zelle kommen. Haben wir jedoch eine zu häufige Insulinausschüttung, dann ist das eher kontraproduktiv für die Gewichtsabnahme und die Fettverbrennung. Denn Insulin begünstigt vor allem auch, wenn es eben im Übermaß vorhanden ist. Und Stress ist ein Trigger, der eben auch, wie ich eben schon erklärt habe, Insulinausschüttung fördert. Vor allem auch die Fetteinlagerung im Bauchbereich. Und deswegen führt eben Cortisol, erhöhtes Cortisol, auch gerne mal dazu, dass wir primär am Bauchfett ansetzen und sich dieses Bauchfett hartnäckig hält, denn dort wird es eben gespeichert. Das Problem eben bei Stress und wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, ist, dass er auch wieder abfällt, beziehungsweise dass wir auch Heißhunger zum Beispiel bekommen. Es gibt die sogenannten Stressesser. Auf der anderen Seite gibt es die Menschen, die bei Stress überhaupt nicht essen können, weil eben sie so unter Strom sind, so in Alarmbereitschaft, dass der Körper gar keine Zeit hat, irgendwie Hungergefühl zu äußern. Für viele sorgt aber Stress für Heißhunger und das wiederum ist natürlich auch wieder kontraproduktiv für eine Gewichtsabnahme und kann eben, weil wir dann auf schnell verfügbare Energielust haben, auch dafür sorgen, dass wir eher zum Schokoriegel greifen oder zu den Chips. Und das sind natürlich alles Lebensmittel, die nicht unbedingt förderlich sind für eine Gewichtsabnahme oder einen Fettabbau.
Stress kann eben auch maßgeblich die Schlafqualität beeinträchtigen, denn wenn wir vermehrt Stress haben, dann tun wir uns schwer mit dem Einschlafen. Auch Menschen, die ein erhöhtes Cortisol-Level haben, werden oft zwischen 2 und 3 Uhr nachts wach und können dann nicht mehr schlafen. Das ist eben auch dem hohen Cortisol geschuldet, was wir eben permanent im System haben. Das ist aber problematisch, denn wenn wir nicht genug schlafen, vor allem wenn wir nicht genügend Tiefschlaf bekommen, dann leidet auch die Fettverbrennung darunter und generell kann der Körper nicht richtig regenerieren, denn die Regeneration findet in der Tiefschlafphase statt. Und wenn wir die Tiefschlafphase nicht richtig haben, dann kann der Körper eben auch nur schwer regenerieren. Und deswegen ist auch Cortisol, sorgt dafür, dass wir schlecht schlafen. Wenn wir schlecht schlafen, haben wir nochmal ein erhöhtes Cortisol-Level, weil es Stress ist fürs System. Wir haben noch mehr Heißhunger, weil Hunger- und Sättigungshormone durcheinander geraten. Sprich, wir sind in diesem Teufelskreis gefangen. Doch wie kommt es jetzt zu diesem Stressbauch? Also wieso legen wir, wenn wir Stress haben, vermehrt Fett am Bauch an? Und das ist etwas, was viele Menschen nervt, denn sie machen alles, was sie wollen und trotzdem bleibt das Bauchfett hartnäckig. Und das ist eben oft dem Cortisol geschuldet. Cortisol sorgt dafür, dass eben wir vor allem Fett im Bauch ansammeln. Vor allem aber auch in Form von viszeralem Fett. Das viszerale Fett ist das schlechte Fett, in Anführungsstrichen. Das ist das Organfett, das setzt sich um die Organe an, ist stoffwechselaktiv, kann Entzündungen fördern und ist daher problematisch, wenn wir eben zu viel davon haben. Auch ist es so, dass aus der Evolution bedingt Cortisol eben auch dafür sorgt, dass der Körper in den Einspeicherungsmodus geht, also dass wir uns auch rüsten, indem wir Fett einlagern, vor allem eben auch im Bauchbereich. Und das ist etwas, was man auch in der Tierwelt immer noch beobachten kann. Und das bedeutet eben einfach, dass der Körper auch für schlechte Zeiten, weil Stress bedeutet auch immer, wenn er vor allem langanhaltend ist, dass man vielleicht nichts zu essen hat, dass eben auch einfach eine Hungersnot herrscht oder was auch immer, dass der Körper Energie einspeichert. Und deswegen ist immer, wenn wir Stress haben, sind wir immer in einem gewissen Einspeicherungsmodus und das eben vor allem in Form von Bauchfett. Und so entsteht dieser sogenannte Stressbauch. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, ich habe einen Stressbauch, doof, ich versuche schon alles, aber was kann ich tun? Es gibt ein paar Dinge, die wirklich sehr, sehr effektiv sind, um deinen Stressbauch in den Griff zu bekommen und generell dein Cortisol-Level zu senken. Ganz kurz vorab, ich bin immer Fan davon zu sagen, verändere kleine Dinge, bevor du komplett alles radikal veränderst, denn eine große radikale Veränderung kann auch schon Stress für dein System bedeuten. Beginne zum Beispiel einfach mal damit, 15 Minuten am Tag nichts zu tun. Wenn du ein Stress-Junkie bist und wenn du viel unter Strom stehst, wird dir das extrem schwer fallen. Diese 15 Minuten werden dir massiv lang vorkommen, aber es ist super effektiv, um den Parasympathikus, den Gegenteil vom Sympathikus, nämlich das beruhigende Nervensystem zu aktivieren und den Vagusnerv. Der Vagusnerv ist eben auch das, was eben uns beruhigt, also was das beruhigende Nervensystem, um den eben zu triggern, damit wir ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja, also das ist eben was, was ich nur empfehlen kann, mal 15 Minuten, sonst fangen wir mit 10 Minuten an, wenn dir 15 Minuten schwerfallen, einfach mal nichts tun. Vielleicht Atemübungen machen, aber das ist etwas, das solltest du unbedingt in deinen Alltag integrieren, denn das kann schon unglaublich machtvoll im Kampf gegen Cortisol und deinen Stressbauch sein. Ansonsten natürlich regelmäßige Bewegung, denn die baut Stresshormone ab, vor allem Bewegung in der Natur. Grün wirkt beruhigend aufs Nervensystem, das weiß man mittlerweile. Das heißt, Bewegung draußen, spazieren gehen oder auch ein langsames Joggen. Bitte kein zu intensives Training, wenn dein Stresslevel schon hier oben ist, denn das würde das jetzt das Ganze nur noch fördern. Das heißt, unbedingt auch nicht so viel HIIT-Training machen oder intensives Workout, eher zum Beispiel moderates Krafttraining oder auch einfach in der Natur einen Spaziergang machen, zum Beispiel direkt morgens, wenn du die Zeit hast, nach dem Aufstehen gleich mal rauszugehen, Sonnenlicht zu tanken, ins Grün zu gehen. Das ist etwas, das ist unglaublich machtvoll und wirkt wahnsinnig beruhigend auf das Nervensystem. Genauso eben auch Sonnenlicht. Jeder kennt das vielleicht, man fühlt sich nicht ganz so gut, wenn es im Winter nie die Sonne scheint, es ist ständig grau, das schlägt aufs Gemüt und das ist tatsächlich auch ein Stressor, der eben vorhanden sein kann, weshalb es sinnvoll sein kann, einfach auch zu gucken, dass man rausgeht in die Sonne, Vitamin D tankt oder zum Beispiel Vitamin D supplementiert, damit du eben auch hier versorgt bist und das macht einen Riesenunterschied. Schlafoptimierung ist auch so ein Ding, der Schlaf ist das A und O. Ich habe am Anfang schon von diesem Teufelskreis erzählt, wenn wir schlecht schlafen, haben wir mehr Stress, wenn wir Stress haben, schlafen wir schlechter. Wichtig ist, dass du regelmäßige Zu-Bett-Geh-Zeiten etablierst, dass du kein Blaulicht vorm Schlafengehen hast, dass du nichts machst, was dich stresst vorm Schlafengehen, also irgendwelche Nachrichten angucken oder intensives Training zum Beispiel. Du kannst dir eine Blaulichtfilterbrille kaufen, die das ganze Licht abblockt, wo du eben einfach dann nicht so sehr diesem Blaulicht ausgesetzt bist.
Wichtig ist aber auch vor allem, dass du dir kleine Rituale schaffst. Du kannst mit Supplementen ergänzen, wie Magnesium, Ashwagandha. Manche nehmen auch sowas wie Melatonin vorm Schlafengehen. Andere schwören auf die exogenen Ketone, denn die exogenen Ketone sind fixwertige Ketonkörper. Damit kommst du in den Zustand der Ketose und es ist auch, wir haben eben Erfahrungsberichte, dass jemand, der Ketone trinkt, eine Verdoppelung oder eine Verdreifachung der Tiefschlafphase hat. Und wir wissen alle, wie wichtig die Tiefschlafphase ist für die Fettverbrennung, aber auch für die Regeneration vom Gehirn und vom Körper und um das Nervensystem zu beruhigen. Ketonkörper haben auch die tolle Eigenschaft, dass sie beruhigend aufs vegetative Nervensystem wirken. Das heißt, auch sie können einfach den Stress abbauen. Sie können helfen, dass du entspannter bist, dass du ruhiger bist, dass dein ganzes System mal so ein bisschen nach unten fährt. Wenn du mehr zu den exogenen Ketonen wissen möchtest, wie du sie einsetzen kannst, dann schau unbedingt hier unten im Video in der Videobeschreibung. Da ist ein Link. Dort findest du weiterführende Informationen. Da kannst du mich auch direkt anschreiben, um mehr zu erfahren oder auch für dich eine Beratung zu bekommen, ob exogene Ketone für dich Sinn machen können. Wie ist das jetzt mit der Ernährung? Auch ernährungstechnisch kannst du einiges tun. Viele denken ja, oh, ich muss mich jetzt noch ketogen ernähren, um abzunehmen. Ich muss jetzt möglichst wenig essen, um abzunehmen. Das ist alles extrem kontraproduktiv. Wenn du noch den Körper zusätzlich unter Stress setzt, indem du weniger isst, indem du viel fastest, indem du dich vielleicht sogar ketogen ernährst. Denn ketogene Ernährung ist am Ende nichts anderes als eine fastenimitierende Ernährung und auch ein Stressor aufs System. Das heißt, idealerweise baust du komplexe Kohlenhydrate ein. Warum? Komplexe Kohlenhydrate wirken auch beruhigend aufs Nervensystem. Komplexe Kohlenhydrate sorgen ja dafür, dass Insulin ausgeschüttet wird, damit einhergehend auch die Glückshormone, Serotonin und eben auch das Schlafhormon Melatonin, weshalb es zum Beispiel helfen kann, wenn du am Abend langkettige antientzündliche Kohlenhydrate integrierst, dann kann es auch sein, dass dein Schlaf sich optimiert und Kohlenhydrate wirken einfach beruhigend. Das heißt, du kannst hier gezielt Kohlenhydrate einsetzen, um dein Stresslevel zu reduzieren. Deshalb würde ich immer eher auf eine Low Carb als auf eine Keto-Ernährung gehen, wenn ich mit Menschen zu tun habe, auch mit Kunden, die viel Stress haben. Und Fasten sowieso erstmal sein lassen, denn Fasten ist nochmal ein zusätzlicher Stressor. Das gilt für Männer und für Frauen gleichermaßen. Also lieber 3 Mahlzeiten und vor allem gucken, dass du genügend Nährstoffe bekommst. Denn wenn wir viel Stress haben, verbraucht der Körper mehr Nährstoffe und wir haben oft ein Nährstoffdefizit. Und das ist nochmal ein zusätzlicher Stressor aufs System. Das heißt, achte darauf, dass du genügend Nährstoffe, Mikronährstoffe, aber auch ausreichend Proteine, Fette und eben diese entzündlichen Kohlenhydrate integrierst, damit du eben hier genug ausreichend versorgt bist und der Körper die Bausteine hat, um eben auch zu funktionieren. Denn wenn wir viel Stress haben, haben wir einen höheren Nährstoffbedarf. Und das kann sich eben auch darin gehen äußern, dass du vielleicht bestimmte Sachen supplementieren solltest, das aber immer in Rücksprache mit dem Experten und mit einem Blutbild einfach treffen, was macht für dich persönlich Sinn. Omega-3-Fettsäuren wirken auch sehr, sehr positiv bei Stress, also fetter Fisch, Lachs oder auch Algen oder auch das, was eben zum Beispiel Olivenöl enthält, auch Omega-3 oder auch Leinsamen, Oliven, also dass du einfach Omega-3-reiche Lebensmittel integrierst, aber vor allem auch, bin ich Fan davon, auch Omega-3 zu supplementieren, denn nur mit einem hochwertigen Omega-3-Präparat wirst du auch den Bedarf decken können. Meistens schafft man das nicht über die Ernährung zu decken. Von daher empfehle ich da auch immer gerne das von Norsan. Auch hier hast du den Link unten in der Videobeschreibung. Kannst also hier auch einfach mal vorbeischauen und dir ein hochwertiges Omega-3-Öl kaufen. Das gibt es auch in vegan. Ansonsten auch Magnesium ist super, super wichtig. Also magnesiumreiche Lebensmittel kannst du auch konsumieren, wie Nüsse, Spinat. Auch tatsächlich sowas wie Vollkornprodukte enthalten Magnesium. Ich bin kein so großer Fan von Vollkornprodukten. Aber du kannst auch Magnesium supplementieren. Vor allem am Abend kann es auch helfen, den Schlaf zu optimieren. Wenn wir Stress haben, haben wir auch mehr oxidativen Stress im System, freie Radikale, Abfall, den wir nicht haben wollen. Das heißt, wir brauchen auch mehr Antioxidantien. Das kannst du in Form von OPC supplementieren oder aber auch zum Beispiel sagen, hey, du integrierst dunkles Beerenobst wie Brombeeren, Heidelbeeren oder auch dunkle Schokolade, am besten 100% oder 90% Kakaoschokolade, hat viele Flavonoide, super, super gesund. Theobromin, was in der dunklen Schokolade drin ist, hilft auch nochmal das Nervensystem zu beruhigen und es kann eben, diese Antioxidantien können eben dabei helfen, dass der oxidative Stress reduziert wird. Du siehst, Stress ist deutlich komplexer als nur, ich habe zu viel Arbeit, ich habe Stress mit der Familie, sondern Stress setzt auch teilweise ganz, ganz tief. Stress kann auch in Form von vergangenen Traumata noch in deinem System sein. Aber Stress ist der Nummer eins Grund, den ich immer wieder erlebe in der Arbeit mit Kunden, warum es nicht klappt mit dem Abnehmen, obwohl man alles richtig macht. Und vielleicht findest du dich ja in diesem Video wieder, vielleicht helfen dir meine Tipps. Ansonsten kannst du mich auch jederzeit auf Instagram einfach kontaktieren und dort nochmal deine Fragen stellen, was macht für dich persönlich Sinn, wie kannst du vielleicht
vielleicht nochmal ganz individuell für dich was rausfinden. Schreib mir also gerne eine Nachricht auf Instagram, florence-ketoworld. Wenn du schaffst, deinen Stress in den Griff zu bekommen, dann wird es auch mit dem Abnehmen besser funktionieren und dann wirst du auch feststellen, dass sich nicht nur das Bauchfett verabschiedet, sondern du wirst mehr Energie haben, besser schlafen, allgemein besseres Wohlbefinden haben und dich rundum wohler fühlen.